Die 12 zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play. Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge, der erste Teil der Nordland-Trilogie. Und wir haben vorhin unseren ersten Auftrag erfüllt. Und die Frage ist jetzt, ob wir zuerst mal zu Meister Dramosch zurückkehren sollen oder ob wir hier weiter in das Gewölbe vordringen sollen. Das letzte Mal habe ich ein bisschen gebraucht, um diesen Eingang auf die nächste Etage zu öffnen. Kurglim hat bestimmt so 30 Versuche oder 20 Versuche mit seinen Dietrichen unternommen, die eigentlich übrigens Andrea gehören und die werde ich jetzt Andrea auch wieder geben. Es hat dann letztendlich Handor geschafft mit einem Foramen. Das ist ein Zauber, den man benutzen kann, um Türen und Tore zu öffnen. Und also beziehungsweise das ist so die magische Variante des Talentes Schlösser knacken. Also Handor hat es tatsächlich geschafft. Im dritten Anlauf und es ist also nicht so, dass es hier einen versteckten Mechanismus geben muss, sondern das ist einfach nur eine Tür, die sehr schwer zu knacken ist. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt trotzdem mal ganz kurz noch zurück, verkaufen unsere Sachen und steigen dann hier unten in diesem Gewölbe wieder ein und ich verkaufe jetzt das Zeug mal, den Weg jetzt zurück bis an die Oberfläche und so, das zeige ich euch jetzt nicht mehr. Messingspiegel und Robe behalte ich aber mal, sicherheitshalber. Würde ich mal gerne wissen, ob man das noch zu irgendwas gebrauchen kann. Und ansonsten würde ich sagen, dann treffen wir uns gleich wieder hier unten an dieser Stelle und ihr seid dabei, wenn wir das Gewölbe weiterhin erkunden. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Ich habe alles Wichtige verkauft. Ich habe noch ein bisschen was eingekauft. Nochmal ein paar Einbeeren für unsere Truppe. Dann habe ich noch ein paar Zaubertränke gekauft für unsere Magier. Die Robe, der Goldschmuck und der Messingspiegel, die haben Zardine so gut gefallen, dass sie die gerne behalten würde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann behalt sie doch ruhig. Und Kaelana hat darauf bestanden, dass sie nicht in diesen Spiegel gucken muss, denn sie ist schon hübsch genug. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was Meister Dramosch zu sagen hat, denn wir haben ja immerhin seinen Auftrag erfüllt. Gucken wir mal, was passiert. Ich wusste doch, dass man sich auf euch verlassen kann. Hier sind die versprochenen 50 Dukaten und jetzt erzählt mal, was ihr da unten so alles erlebt habt. Dramosch bittet euch in die große Halle und lässt mehrere Fässer Bier und ein ordentliches Essen auffahren. Na toll, ich war gerade vorhin noch in der Taverne und hab da gegessen. So vergeht der Abend und am Morgen seid ihr sowohl ziemlich betrunken als auch sicher einen neuen Freund gefunden zu haben. Na, das ist doch herrlich. Okay. Wie sind wir denn jetzt wirklich betrunken? Okay, wir waren betrunken. Wir haben ein bisschen Hunger. Wow, die Leute haben echt Kohle im Sack. Okay, gehen wir doch nochmal runter. Ah, ihr seid es. Eine lange Amboss-Krone? Prima. Ihr seid sicherlich in letzter Zeit viel rumgekommen. Aber bevor ihr anfangt zu erzählen, vielleicht könnt ihr mit folgendem Hinweis etwas anfangen. Ich bin gespannt. Die einarmige Yatra ist Hetfrau vom Bodia. Ach nee, das ist ja interessant. Also, unsere Bürgermeisterin. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Also, Yatra Bodia. Hetfrau. Ja. Okay, gut. Bodia, ja, Bodia. Es gibt hier auch einige Orte. Also Bodia ist ein Fluss, ja. Da werden wir auch noch öfter lang reisen. Vielleicht kriegen wir da irgendwann auch noch mehr raus, als das, was uns jetzt Dramosch erzählt hat. So, es geht also weiter. Wir haben ja vorhin die letzte Ebene doch erkundet. Hier oben wieder durch die Geheimtür. Wir sehen jetzt mittlerweile, kennen wir den Laden hier wie unsere Westentasche. Wir haben eine Karte. Wir haben vorhin die Karte der zweiten Ebene gefunden. Und hinzu kommt auch noch, dass Andrea, was sowas angeht, ja einen guten Orientierungssinn und ein gutes Gedächtnis hat. Nicht umsonst ist die momentan die Anführerin in unserer Gruppe. Sie kennt sich einfach am besten aus und Streitwart ist sowieso der Ansicht, dass man an der zweiten Position viel, viel wichtiger ist, weil man im Kampf direkt die Truppe besonders gut beschützen kann. Das ist so sein Ding, er beschützt gerne andere Leute. Und
Jetzt klettern wir mal diese Treppe hinunter. Ich bin gespannt, was passieren wird. Oh. Jetzt haben wir hier eine Tür zu unserer Rechten. Wollen wir sie versuchen zu knacken? Andrea, schaffst du das? Sie schafft es. Gucken wir mal, was haben wir hier? Ein leerer Raum. Hier führt ein Schacht in bodenlose Tiefen. Von unten ist ein seltsames Gurgeln zu hören. Oh Jesus. Das wird hier dann wohl irgendwo in der Nähe der Küste dann schon fast sein. Oder zumindest wird sich unten drunter eine Menge Wasser befinden. Junge, Junge, Moment mal ganz kurz bitte. So, gucken wir mal weiter. Laufen wir mal diesen Gang entlang. Hier ist noch eine Tür. Was gibt's hier? Andrea öffnet die Tür. Und wir sehen noch nichts. Aha. Am Boden der Ostwand befindet sich ein Loch von vielleicht 4 Spannen Durchmesser. Dahinter führt ein Schacht steil, aber nicht senkrecht in eine bodenlose Schwärze. Wollt ihr den Schacht hinunterklettern? Noch nicht, bitte. Noch nicht, bitte. In dieser Nische liegen 4 Fackeln. Wollt ihr sie mitnehmen? Noch nicht. Momentan haben wir noch genügend Fackeln und wir haben ja auch Licht am Start. Aber es ist nett, dass die Entwickler hier an die Helden denken, die noch keine magische Fackel mit sich rumtragen, also keinen zweiten Stabzauber besitzen zu dieser Zeit. So, hier ist noch ein Raum. Was gibt's hier? Oh, der ist klein. In dieser Nische liegt ein Speer. Wollt ihr ihn mitnehmen? Ja. Denn, Leute, es gibt hier, ich habe es mal gesagt, es gibt in diesem Spiel öfter mal eine magische Waffe. Ich würde mir die Option offen halten, ihn nachher mal zu analysieren. Ich weiß nicht, ob man mit dem Speer hier schon im Nahkampf kämpfen kann. Ich weiß, dass es da mal ein Problem gab bei der Schicksalsklinge, dass man die Dinger nur werfen konnte. Ich meine, es gibt ja auch noch was anderes als Wurfspeere. Ich meine, man kann die auch mal im Nahkampf benutzen. Vielleicht. Okay. Schauen wir mal weiter. Aus der Luft vor euch schälen sich geisterhafte Szenen. Offensichtlich findet hier ein Kampf statt. Torvaler stürmen den Gang herauf, während Uniformierte in den Reichsfarben versuchen, die Angreifer aufzuhalten. Plötzlich ist die ganze Szene in violetten Nebel gehüllt. Angreifer wie Verteidiger scheinen nach Luft zu schnappen und brechen mit Panik in den Augen zusammen. Es wird schwarz. Junge, Junge, Junge. Ich bin nicht naiv. Das ist kein gutes Zeichen, aber wir sind mutig. Und unsere Neugier und unsere Goldgier treiben uns voran. Was gibt's hier? Nix. Gucken wir noch mal auf die Karte. Ja. Aha, hier ist der Gang eingestürzt. Im Lichtschein eurer Fackeln könnt ihr jedoch erkennen, dass es dahinter weitergehen muss. Wollt ihr versuchen, den Gang freizulegen? Ja. Wir haben ja Schaufel und Axt und alles dabei. Ohne schweres Gerät ist ja scheinbar nichts zu machen. Es sieht aus, als müsstet ihr vor den Felsmassen kapitulieren. Also, dann nehmen wir vielleicht einfach mal Kurglim mit nach vorne. Oh, die Leute haben alle Durst. Wir haben nur noch hier die Spitzhacke. Das muss auch ohne schweres Gerät gehen. Also, ihr trinkt jetzt erstmal alle ein Bier. Dafür haben wir sie noch mitgenommen, oder?
Gut. Vom Hunger her geht's noch. So, kommt jetzt, Leute. Shit. Kommen wir hier echt nicht durch. Ich sehe auch, dass es hier weitergeht. Da vorne ist eine Tür. Es gibt die Möglichkeit, das über Zauber zu machen. Es gibt diverse Zauber, mit denen man da vorbeikommt. Wer von euch kann denn Transversales? Minus 8. Handor? Transversales? Minus 8. Kailana? Transversales? Minus 15. Da kommen wir noch nicht weiter. Definitiv nicht. Hätte jetzt gerne irgendwie hier ein bisschen mehr gemacht. Dann müssen wir tatsächlich wo warten, bis wir den Transversales beherrschen, oder? Wer von euch hat denn das Seil? Wer von euch hat denn das Seil? Das hat die Kailana. Gibt es so mal der Andrea? So. Dann gucken wir mal, ob wir hier runterklettern können. Ja. Um an Seil zu klettern, bräuchtet ihr sicherlich 50 Schritt Seil. Wollt ihr ohne Seil klettern? Euch nach einem Seil umschauen. Gut, Leute, im nächsten Part kommen wir dann wieder zurück. Wir brauchen erstmal 4 Seile, beziehungsweise ich werde mir erstmal 4 Seile besorgen und dann starten wir gleich wieder hier an dieser Stelle durch. Ich sage dann, es dauert ein paar Minuten. Okay. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück an der Stelle, wo wir vorhin ausgestiegen sind. Hier war ja diese unpassierbare Wand und ich habe vorhin mal ein bisschen rumgeknobelt und ich habe es auch vorhin tatsächlich geschafft, da durchzukommen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir das ganze Equipment besorgt, was da oben noch so rumlag. Außerdem habe ich gegen den Durst nach dieser ganzen Arbeit noch ein paar Bier mitgenommen. Und ich habe noch ein bisschen was an Proviant oben in der Stadt gekauft und wir versuchen jetzt mal hier diesen Gang freizulegen. Und ich denke, mit 2 bis 3 Versuchen sollten wir es schaffen. Das geht nämlich. Vorhin hat es auch geklappt. Und wir sind durch. Nummer 1. Wunderbar, oder? Wir trinken jetzt direkt mal alle ein Bier. Nach so einer Arbeit muss das doch irgendwie sein, oder? Wenn man den ganzen Tag schwer geschafft hat, tut doch so ein kühles Pilz ganz gut. Ja, besonders Koglim freut sich natürlich darüber. Ja, du trinkst auch noch ein Bier. Gute Frau. Der Handor trinkt auch noch ein Bier. Ah, die Elfe hat schon eins getrunken. Gut, gut. Die hatte nämlich vorhin nur eins im Inventar. Aber okay, alles klar. Vor allen Dingen jetzt so, was den Hunger angeht, da scheint es ja echt noch zu gehen. Wie sieht denn das mit der Belastung aus durch die ganzen Gegenstände? Das geht ja noch so halbwegs. Der Handor, der hat noch Tragekapazitäten, der alte Packesel. Okay, gib den Hammer mal der Elfe. Na, perfekt, so muss das aussehen. Die Helden haben jetzt noch nicht so wirklich viel Körperkraft, sind also dementsprechend noch ein bisschen schwach und wir müssen halt schon so ein bisschen gucken, dass wir, also das sind halt so die typischen Werte, die man dann später nochmal steigern müsste. Natürlich jetzt nicht bei allen Helden, also bei den Magiern zum Beispiel empfiehlt sich das natürlich eher, Klugheit oder so einen Wert zu steigern. Habe ich den Speer schon untersucht? Ich glaube, ich habe nämlich vorhin den Speermann untersucht, genau, und ich habe Zardine hat festgestellt, dass er nicht magisch ist. Insofern habe ich ihn dann verkauft bei Grollo, Sohn des Gumbald. Oh,
Hier liegt das Skelett eines Torwallers, wie man an seiner Bewaffnung und seiner Gürtelschnalle unschwer erkennen kann. Aus seiner Brust ragt eine abgebrochene Schwertklinge. In der rechten hält er noch eines Kraja mit zersplittertem Stiel. Ja, dann sollten wir natürlich vorsichtig sein, würde ich mal vorschlagen. Und wir müssen ja jetzt nicht unbedingt hier durch diesen schmalen Gang da klettern, wo wir uns anseilen mussten. Die Seile nehmen wir mal mit, nur für den Fall, dass wir sie doch noch brauchen. Aber das könnte für uns wichtig sein. So, gucken wir, hier ist noch ein Raum. Was haben wir da? Da scheint nichts zu sein. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Was hat denn Saline da so gezeichnet bisher? Also hier war dieser Raum, wo man sich anseilen konnte. Hier. Ob da oben eine Geheimtür ist? Ich glaube es ja nicht. Also das wäre nur ein Feld. Da könnte ja dann auch nichts drin liegen. Gut, gut. Also das lassen wir dann mal. Laufen wir mal weiter Richtung Süden. Wir befinden uns jetzt schon fast einen ganzen Tag in diesem Schacht. Dadurch, dass wir so viel gebuddelt haben. Wir werden von einem Skelett angegriffen. Ach du meine Güte. Da sollten wir natürlich vorsichtig sein. Saline läuft mal da runter. Und Kailana, du wirst deine Waffe wechseln, denn ich glaube nicht, dass man mit Pfeil und Bogen einem Skelett zu Leibe rücken kann. Ich gehe nämlich mal eher davon aus, dass dieses Skelett ziemlich resistent gegen Pfeilbeschuss ist. Also ich meine, das liegt ja in der Natur eines solchen Skelettes. Ich meine, es besteht halt nur aus dünnen Knöchelchen. Und damit einem Pfeil Schaden anzurichten, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber Kurglim wird direkt mal hier seine Waffe wechseln und das Kriegsbeil in die Hand nehmen. Ja, Stichwaffen ist jetzt natürlich noch so eine Sache. Ich würde auch sagen, wir steigen jetzt mal hier auf den Rapier um. Der könnte da eher was bringen als so ein Florett. Zwei Schaden doch immerhin. Ja, ich glaube, da können wir mit dem... Ich glaube, da können wir mit dem Rapier keinen Schaden anrichten. Gut, gut, gut. Also Kurglim hackt dem Skelett doch mal, würde ich sagen, den einen oder anderen Knochen ab. Kailana macht einen guten Job mit dem Kurzschwert. Auch Streitwart weiß hier durch seine Leistung zu überzeugen. Jetzt geht es natürlich schon gegen die unheiligeren Gestalten von DSA. Ah, doch. Der Rapier funktioniert. Wunderbar. 6 Schadenspunkte. Das ist übel. Das ist übel. Dann wird Kailana gleich mal eine Einbeere essen müssen. Obwohl, ne, es geht eigentlich noch. Sie trifft halt nur nicht. Das ist schade. Wunderbar. Wir finden ein Kettenhemd und ein Schwert. Klasse. 18 Abenteuerpunkte sind drin. Und, oh. Andrea hat soeben eine neue Stufe erreicht. So, jetzt geht das muntere Steigern los. 101 Abenteuerpunkte. Andrea hat 5 Abenteuerpunkte mehr als unsere anderen Helden. Insofern werden die anderen Helden gleich eine neue Stufe erreichen. Und ich zeige euch dann, erstmal anhand von Andrea, wie das mit dem Steigern funktioniert. Und bei den Magiern werde ich wohl ein bisschen was überspringen müssen, weil da das Steigern doch immer relativ lange dauert. Steigern erstmal die Gewandtheit. Das ist doch so ein typischer Wert für eine Streunerin, oder? Welchen negativen Wert sollen wir heruntersetzen? Versuchen wir herunterzusetzen. Das Steigern der positiven Werte klappt übrigens immer bei den negativen Werten nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir versuchen es mit der... wir versuchen es mal mit der Goldgier. Oder so ein bisschen Neugier. Wir waren jetzt nicht so wirklich mit diesen Ängsten konfrontiert bisher, außer mit der Goldgier. Setz mal die Goldgier etwas herunter. Hurra, geschafft. Wunderbar. Aus irgendeinem Grund ist die Magieresistenz schlechter geworden. Ich verstehe das nicht. Aber vielleicht ist das... Attacke, Parade, Basiswert hat sich auf 8 verändert. Sensationell. Ja, vielleicht ist das... vielleicht hat das jetzt was mit der...
Generierung noch zu tun oder so, weil ich die Werte dort verändert habe? Okay. Wir fangen an mit den Intuitionswerten. Sinnenschärfe und Gefahreninstinkt muss beides gesteigert werden, ist ganz wichtig. Und wir gucken mal in die Kampfwerte rein. Die sind als nächstes auch sehr relevant. Die Stichwaffen, das klappt, wir erhöhen die Attacke. Jetzt sind wir noch waffenlos, da erhöhen wir die Parade. Und das hat auch gut geklappt. Dann haben wir noch die Wurfwaffen. Das versuchen wir auch noch. Gut. Also ich würde sagen, bei den Kampftalenten haben wir doch schon mal gut gepunktet. Was brauchen wir noch so? Handwerk. Schlösser. Denn ich würde sagen, das ist auch gerechtfertigt. Das, was Andrea bisher so gemacht hat, war ja überwiegend Schlösser knacken. Und sie hat viel gesellschaftliche Talente angewendet. Das Gassenwissen nämlich. Aber da hat sie schon eigentlich einen sehr hohen Wert. Das Feilschen natürlich. Na, das, den Wert, den kriegen wir nicht mehr so schnell hoch. Wie wäre es denn noch mit Feilspiel hat sie auch schon 8. Taschendieb brauchen wir eigentlich nicht. Das ist nicht so, also Taschendieb ist jetzt schon ein bisschen arg. Machen wir mal Klettern. Körperbeherrschung. Selbstbeherrschung. Und Zechen ist auf jeden Fall noch ein Wert, den man steigern kann. Zumindest so bei dem, was wir jetzt alles gemacht haben. Körperbeherrschung nochmal. Okay, wunderbar. Das war unsere erste Heldensteigerung. Ich kann euch dann an der Stelle nochmal ganz kurz zeigen, wie das dann so etwas genauer noch aussieht. Also sie hat jetzt 5 Lebenspunkte gekriegt. Das ist immer ein Wert zwischen 1 und 6, den man dazu bekommt. Und wir schauen uns mal die Attacke-Paradewerte an. Und so sieht das jetzt also hier aus. Der Basiswert ist 8, der war dann vorher wohl 7. Durch die Rüstung, wahrscheinlich durch den Helm, kriegt sie einen Abzug von einem, oder? Nee, kriegt sie nicht. Wenn sie jetzt, sie kann kein Kettenhemd anziehen, sonst hätte ich euch mal gezeigt, wie das runtergeht, wenn man eine dicke Rüstung anzieht. Ah, hier, der Waffenrock. Der zieht ein bisschen was ab, und zwar bei der Attacke und auch bei der Parade. Und wenn wir jetzt den Rapier tauschen gegen das Florett, bleibt eigentlich identisch. Also diese Waffen selber haben auch einen Modifikator. Das gucken wir uns mal gerade an. Sehen wir das hier? Nein, sehen wir nicht. Schade, okay, gut, aber also so in etwa sieht das dann aus. Wir haben momentan einen Attackewert von 13, Paradewert von 6. Und bei dem Angriff läuft es immer so, da wird ein virtueller 20-seitiger Würfel gerollt. Den gibt es auch bei DSA wirklich, einen 20-seitigen Würfel. Den braucht man recht oft. Und bei einem Wert von 1 bis 13 treffen wir bei der Attacke. Bei einem Wert von 1 bis 6 können wir einen gegnerischen Angriff parieren. So in etwa sieht das aus. Und so in etwa funktioniert der Kampf. Gut. Wie viel Abenteuerpunkte hat der Streitwert? 75, 85, 86, 85. Okay. Es tut aber schon mal gut, einen Helden der Stufe 2 dabei zu haben. Haben wir den Rapier noch drin? Da muss ich nochmal gucken. Ja, gut. Weil mit dem Degen oder mit dem Florett oder was das ist. Es ist ein Florett, ne? Damit können wir nicht so gut angreifen. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Hier ist eine Tür. Hier geht's runter. Wir öffnen mal die Tür. Oh, eine Truhe. Vorsichtig. Aber wir haben ja gerade Schlösserknacken gesteigert bei Andrea. Wow. Das ist eine ganze Menge. Das ist auch eine ganze Menge wert, das Zeug. Die Speere jetzt nicht unbedingt, aber die Schilde.
Drei Bewegungspunkte hat er nur noch, der gute Mann. Komm, gib das Ding mal Kurglimm. Wir könnten der Elf jetzt auch ein richtiges Schwert geben. Und dann das Kurzschwert langsam mal entsorgen. Also momentan haben die Magier ja echt noch... Ja, ich glaube, Handor, das langt, wenn der zaubern kann. Der braucht nicht so viel Bewegungspunkte. Wir brauchen mehr Körperkraft bei den Kämpfern. Okay. Wir tragen auch viel zu viel Zeug mit uns rum, aber ich bin jetzt froh, dass wir diesen Gang da mal freigebuddelt haben. Die Speere haben wir drin gelassen, ne? Da oben geht's aber noch weiter. Okay. Kailana kann übrigens nochmal so eine Einbeere mampfen. Und wieder 24 Lebenspunkte. Ist damit also fast voll.